Einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist Cannelloni, ich spiele hier Mittelerde Mordor Schatten und bevor ich den, da ich ja etwas fleißiger war und nach der Übernahme dieses netten Herrn, ich ja vorher schon halt drei andere Hauptmänner übernommen habe, sprang die Hauptquest natürlich gleich auf 4 von 5 gebrandmarkt. Und bevor ich den letzten angehe, dachte ich mir aber, dass ich, hoppala, falscher Knopf, die Quest, das Heilmittel noch mache davor, weil ich finde, die Mutter sollte einfach geheilt werden, ja, eindeutig. Schauen wir mal, wohin und wie. Wahrscheinlich müssen wir wieder zwei Graugs töten. In der Höhle dann das eine Kraut pflücken zu können. Es geht um das Wohl der Königin. Milady, die scheint ein mir nicht. Ein Angriff auf das Lager wäre unklug. Er kämpft mit uns. Ich habe keine Wahl, Talion. Ich benötige dieses Elixier. Selbst der Fremde denkt, es sei ein törichter Plan. Ich weiß, an wen sie dich erinnert. Sie ist aus dieser Welt, du bist es. Genug! Wir greifen an, wie geplant. Ich kümmere mich um die Orks. Wir könnten dir ungesehen folgen. Wir finden die Medizin und verschwinden. Mhm. Der weiße Zauberer hat von der Königin Besitz ergriffen. Aha. Aus dem Hinterhalt können wir Letharil und ihren Männern den Weg zum Elixier sichern. Deine Gefühle vernebeln deine Sinne. Risiko ohne Lohn ist purer Leichtsinn. Diese Medizin wird den Geist der Königin heilen und dir deine Antworten bringen. Mag die Wahrheit für unser Bündnis mit diesem Volke sprechen. Wahrscheinlich war ich hier oben schon. Jetzt sind überall Uruk-Fleischfetzen verteilt. Darf die Jungs nicht wegschmeißen. Ich hoffe, du hast recht. Dieser Mann. Man soll sich nur trauen, auf mich herabzuspringen. Sag Bescheid, wenn du ihn siehst. Sie wissen, dass sie alles tun wird, um ihre Königin zu schützen. Sie weiß, dass kein Haus ohne Grundpfeiler bestehen bleibt. Ich
sollte mich mal beim Hauptmann über das ganze Gejammer hier beschweren. Muss ja nicht immer alles mit komplett wahnsinniger Rage machen. Ah, hat ihn geschossen. Ich fühle es in den Knochen. Jemand schleicht hier herum. Ihre Entschlossenheit ist ansteckend. Ich verstehe, warum ihre Männer ihr folgen. Ich weiß nicht, was das war. Sicher falscher Alarm. Du, 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 du. Herrsche, beherrsche. Ich kann alles und jeden überleben. Auch den Grabwandler, wenn er mich angreift. Ja, das haben wir. Warum sollten wir uns die Hände schmutzig machen, wenn ein Karagor die Uruks für uns töten kann? Die Karagor-Spiele schon wieder total verrückt. Anscheinend noch. Die Uruks mittlerweile tot. Der Waldläufer den Kopf abschlagen wollte, sieht der Häuptling boshafter aus als sonst. Unsere Krieger verdienen mehr Anerkennung. Stimmt. Es sind immer die Berserker, die den Grog kriegen. Oder die Schützen. Oder die Schildträger. Krieger sind hart. Die brauchen keine Anerkennung. Okay. Bring das Licht! Das ist gar nicht mal so übel. Das sind so viele, dass es denen nicht mal auffallen würde, wenn einer oder zwei fehlen. Wenn ich schneller tot wäre, viel zu gut. Auf dem Boot! Einer von euch muss das Feuer anzünden! Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn jeder ein wenig freundlicher wäre. Meinst du nicht? Oh ja. Entfache die Feuer! Das hast du schon versucht. Wo ist der? Wo ist der hin? Geht mir aus dem Weg! Ich werde ein Lied aus deinen Schreien! Da kann ich in Panik versetzt werden. Zu schnell für dich!
Bye bye, Unimoon. Es ist vorbei. Habt ihr gefunden, was ihr suchtet? Ja. Überbringt dies der Königin, unverzüglich. Ich bezweifle, dass irdische Medizin ihre Königin heilen kann. Hoffentlich hilft sie deiner Mutter. Wir fanden diese Botschaft. Die Orks planen eine Versammlung bei der Fischerstadt. Wir können sie dort überfallen. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ich stehe gerne zu Diensten. Dafür sind wir dir dankbar. Dies ist nicht dein Volk, Tamir. Gedenke deiner Frau und deines Sohnes. Treff die Vorbereitung. Ja. Jeder Moment ist kostbar. Sehr schön. Eine kleine Mission zwischendurch. In diesem Sinne, bei diesem schönen Lagerfeuer wünsche ich noch viel Spaß beim Durchstöbern weiterer Videos. Ich freue mich über jedes Daumen hoch. Bis dahin wünscht der Kanne euch einen schönen Abend und einen schönen Ausblick auch vielleicht auch.